Katzi, du warst doch gerade draußen. Dann wolltest du rein. Und jetzt willst du wieder raus? Warum? Warum bist du dann reingekommen? Einfach nur gucken, ob alle da sind, ja? Geh zu Papi. Geh, er knuddelt dich. Ja, doch, doch. Geh, hier, hopp. Hier, hopp. Geh. Doch. Er will nicht. Katzi, komm jetzt. Hier, hopp. Klara? Nee. Komm her, komm her, hier. Er wollte die Pfoten sauber machen. Ja, ne? Na gut, dann lasse ich ihn wieder raus. Komm, Cosmo. Aber wehe, du stehst gleich wieder vor der Tür. Du wolltest ja nicht mal was essen. Ja. Oder wolltest du, dass Apollo mitkommt? Apollo! Apollo, geh mit deinem Bruder spielen, das reicht jetzt. Gut. Tschüss. Apollo hatte eigentlich keinen Bock, aber was soll er jetzt machen, ne? Was denn? Ich bin zu euch rausgekommen, damit ihr hier nicht so alleine seid. Ja. Ja, wir können zusammen spielen, wenn ihr wollt. Apollo, ich bin doch extra zu euch rausgekommen, nicht um euch reinzuholen, sondern weil ich dachte, wir spielen jetzt was. Guck mal, da liegt noch die Spirale. Ich habe nämlich heute geträumt, dass irgendwer... Ich habe mich mit irgendeiner Frau getroffen, ich weiß auch nicht. Ich kenne die Frau gar nicht. Und sie sagte, du lässt deine Katzen einfach in den Garten und dann spielst du nicht mehr mit denen draußen. Du powerst sie ja gar nicht aus. Du musst mehr Zeit mit deinen Katzen verbringen. Ich muss mehr Zeit mit meinen Katzen verbringen. Also wenn hier jemand Zeit mit den Katzen verbringt, dann bin das ja wohl ich. Nee, die sind bei dir nicht richtig ausgelastet. Du musst mehr machen. Ja, war ein richtiger Albtraum. Und jetzt bin ich hier und denke mir so, hat die vielleicht recht gehabt, die Alte? Keine Ahnung, wer es war. Aber die hat mir echt Vorwürfe gemacht. Kötzis. Hallo, hallo, hallo. Die Elster. Die Elster, die will einfach bei uns in den Garten und sieht aber die Katzen und denkt sich, nee, doch nicht. Apoche. Apoche, guck an. Nicht von der Elster ablenken lassen. Hier. Ich wünschte, ich könnte weiterwerfen. Ja. Es ist natürlich gut, dass die ersten Steine schon mal gesetzt sind. Jetzt haben wir wieder das Problem mit den Stangen, wie bei damals da hinten. Aber es sind immer noch Katzen. Die werden sich schon nicht drauf aufspießen. Oh Gott. Dieser Vogel weint wie ein Baby. Jedenfalls haben sie auch eben da rumbalanciert. Ist das alles gut? Die werden das schon hinkriegen. Außerdem hoffe ich, dass das nicht so lange so bleibt. Also spätestens nächste Woche will Marcel dann die nächsten Steine setzen und dann ist es, denke ich mal, auch weg. Ja. Also ansonsten passe ich so lange auf. Zudecken darf man nicht, weil dann sehen sie die Stangen nicht und dann ist es noch gefährlicher. Oh, Apollo hat eine Hummel gesehen. Apollo, lass die Hummel in Ruhe, die beißt dich. Ja, seht ihr, das ist nicht so cool, dass er da rumspielt, aber... Apollo, keine Hummel fangen. Er wollte nur gucken. Er wollte sie nicht fangen. Nur einmal kurz Hummel gucken. Komm. Interessiert ihn eher weniger, dass ich das jetzt dahin geworfen habe? Ah, jetzt. Können wir jetzt wieder spielen? Komm her. Hier. Apollo. Apollo. Hallo. Hier. Spirale. Hier. Wo ist Cosmo schon wieder hin? Ja, lass mal gucken gehen.
wo er hin ist und was er da macht. Hier ist noch eine Hummel, ne? Lass sie doch mal. Apollo, nein. Die kann dich in die Nase beißen. Ach, guck mal, da ist Cosmo. Mein grasendes kleines Kälbchen. Naja, wenigstens ist der Garten noch schön, also der Teil vom Garten noch grün, dass die Katzen wenigstens hier spielen können. Und nicht nur diesen Lehmboden haben. Ja, und dann müssen wir die ganzen Dinger wieder einpflanzen. Gut, dass es geregnet hat, dann muss ich sie nicht gießen. Und ich wollte noch, hier, unsere Oma hat uns, Apollos und Kosmos Oma, hat uns Ostereier mitgebracht und ich wollte die hier eigentlich aufhängen. Kann man ja heute machen, weil das Wetter so schön ist. Ja, Cosmo, du wolltest selber wieder rein. Gehst du gleich Papi im Garten helfen, ne? Ja, machst du das? Da freut er sich. Ja, bist du eine große Hilfe? Ja, bist du. Aber jetzt noch nicht. Weil du gerade erst draußen warst? Ja. Darum, du bist wieder reingekommen. Bob? Verstehst du? Na, wenn du erst drei Feierabend hast, dann können wir. Was ist? Hast du dich jetzt erstmal beruhigt, Cosmo? Nee, ne? Du bist voll genervt, deswegen wedelst du auch so mit deinem Schwänzchen. Wo ist Apollo? Hier ist er. Was tust du da? Apollo, du benimmst dich schon wieder wie so ein Creep. Ich schwör's dir, manchmal denke ich mir so, was stimmt nicht mit dir? Was ist denn? Ja? Cosmo, wann warst du auf Toilette? Beim Bad stinkt's nicht. Wenn da Leo bei uns geht, oh, da ist das. Ach so, es stinkt nicht. Ja, weil wir gutes Katzenstreu haben. Was ist das? Das haben wir auch. Ja, das habt ihr auch? Ja, super. Oh, aber Leo schaut das nicht zu. Ah. Der schaut nicht zu. Außerdem, wir haben so einen Geruchsneutralisator. Ja, aber der muss ja sprühen. Ich habe gesprüht vor kurzem und der wirkt ja lange. Ach so, wenn du die Dings anlegst, wenn du nimmst dieselben Platten. Langer Vorsicht. Ja. Da muss natürlich der Pool muss drauf passen, und hast du jetzt größer geplant schon. Nein, der Pool ist 2,20 Meter, also ich mache so groß wie möglich es reinpasst halt. Ne? Aber ich habe auch eigentlich nicht Bock zu schneiden halt. Ne? Also jede Kleine. Das stört ihn mal gar nicht. Und die zweite zu schneiden, wenn er nicht umher rumkommt. Du setzt das hier richtig schön ausmessen. Ja, ja. Immer breiter. Ich bin auch schon auf dem Campingplatz. Ja, moin. Und bei der ist der andere Leute. Aber die auszutauschen, die kaputt macht auch keinen Sinn. Ne? Das ist ach, ich weiß nicht, was das ist. Ja, das ist.